Hallo in die Runde, willkommen zum Krieg gegen eine russische Gilde. Sturmangriff, ihr seht es im Hintergrund, fängt es schon an. Nicht mein favorisiertes Ding, wir werden später auch erfahren, wieso. Gleich vorweg einmal, wenn ihr gleich Geräusche im Hintergrund hört, meine Frau testet heute ein paar Nähmaschinen, die sie von ihrer Mutter mitgebracht bekommen hat, auch Funktionalität. Dementsprechend nicht wundern, was da bei mir los ist. Und ich bin's Wochenende unterwegs, das heißt, sollte es ein Kriegsvideo geben, wird das sicherlich erst Montag kommen. Und dementsprechend auch das Turniervideo von morgen wird sehr wahrscheinlich erst Samstag oder Freitag sehr spät kommen. So viel vorab einmal gesagt. Ja, Sturmangriff, Reste gemacht. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, was Heiler angeht. Ich muss unbedingt noch mal ein paar Heiler leveln. Anders kann man das nicht sagen. Das Board war super. Ist jetzt hier die Frage, warten oder Wilbur killen, wenn Wilbur nochmal die Lebenspunkte bekommt. Habe mich dann für Sonja entschieden und das Killen. Hat auch ganz gut funktioniert, meine ich mich zu erinnern. Und dann war es auch egal, wenn Domitia nochmal geheilt worden wäre, was sie natürlich zum Glück nicht ist. Aber in dem Moment war mir auf jeden Fall lieber, dass Wilbur raus ist, weil danach wäre das ätzend geworden. Das hätte gefährlich werden können. Obwohl natürlich eigentlich der Taunt draußen war, aber man weiß ja nie. Wenn ich den verliere, wenn Krampus fällt, dann wäre der Rest auch ziemlich schnell gefallen, weil das ist hier ja, was habe ich denn hier drin? Ich habe keinen Hitter, ich habe ein bisschen Schaden über Zeit, Mana verwehren und Sonja ist mein einziger Hitter. Das war eigentlich überhaupt kein gutes Team, wie man es denn im Sturmangriff zusammenstellen sollte. Ne? In einem langsamen oder im normalen Kampf oder mit Booster wäre das Team hammermäßig gut. So war es das leider gar nicht. Aber immerhin kamen die Steine und so konnte ich mit den Steinen komplett rechts, Mitte, rechts rausnehmen und dann ist es jetzt nur noch ein Runterspielen und das ist auch egal, ob WWK gleich dem der Mana-Kontrolle durch Proteus widersteht oder nicht. Witziger Fun-Fact, Proteus ist übrigens ein alter griechischer Meeresgott und dient gleichzeitig auch als Synonym für quasi Chamäleon sein, wenn man die Identität von anderen übernimmt. Mal wieder was gelernt. Ich habe es mir auch erst angelesen, weil ich jetzt gestern eine Blacklist-Folge gesehen hatte, wo das drin vorkam. Die Proteus hieß und ich dachte, da musst du nochmal nachgoogeln. Also nicht besserwisserisch, sondern ich habe mich mit diesem Thema erst konfrontiert gesehen, deswegen weiß ich das. Ja, hier ist es einfach runterspielen und das Thema ist durch. Das Problem ist, die Minions würden ihn natürlich nicht alleine töten, weil er sich ja leider heilt immer. Aber die Minions machen nicht viel Schaden. Dementsprechend müssen wir hoffen, dass er nicht viel Zeit hat zu heilen. Und hier ist es dann auch vorbei. Hier geht Sonja dann einmal drauf und weg ist er. Wieder ein Rest. Das ist ja mein Standard-Raid-Team quasi. Hat gut angefangen. Da war der lila Tank schon mal raus. Das war ein Geschenk. Genauso, dass ich nicht nach links spielen muss aktuell, damit ich irgendwo Steine bekomme. Wir wissen alle, wie gefährlich Raffaele im Sturmangriff ist. Deswegen ein Ziel fokussieren, bis das raus ist. Und dann das zweite nehmen. Und ich bin froh, dass ich hier die A-Garde genommen habe, weil ansonsten wäre das nicht gut ausgegangen. So, jetzt ist alles geladen und damit können wir die komplette rechte Seite rausnehmen. Blöd ist nur, Jabberwock kann gar keine Gift-Dots setzen. Weswegen wir ihn dann auch einfach nicht ausgelöst haben, weil der Schaden,
Der wird eh weggeheilt durch Raffaele, der jetzt auslöst. Wir denn das Gift drauf, das ist auch vollkommen egal. Da holen wir uns die zwei Steine, lösen Jabberwock nochmal aus. Er wählt zum Glück auch nicht Jabberwock, sodass wir das Gift nochmal erneuern könnten. Und dann war es das. Ach so, genau, der geht am Gift down, glaube ich. Oder wir machen die Steine und ich heb mir den Jabberwock auf, so sieht's aus. Da hätte ich natürlich Heimdall schon nutzen sollen, um zu heilen. Gut, an Autotext wäre Jabberwock nicht gestorben. Aber auch hier wäre immer noch die Heilung besser gewesen, dass hier endlich mal der Jabberwock wieder komplett oben ist, weil der Gegenschlag, der zu erwarten ist, wird natürlich heftig sein. Jetzt geht alles auf Raffaele und dann ist es gut, dass ich es mir aufgehoben habe. Ich kann zwischendurch heilen und dann fallen die um. Und trotz Gegenschlag und danach schon wieder Heilung war der Jabberwock dann gar nicht doch oder gar nicht so tief und schwer verwundet. Und das war es dann. Ich glaube, ich habe jetzt hier geheilt, aber da hätte ich auch einfach schon auslösen können und dann hätte es gereicht. Ich spiele hier die ganze Zeit noch rum, weil ich lieber sicher warten will. Hinterher reicht es nicht. Ich töte meine Viecher und dann könnte das nochmal anders ausgehen. Ich hätte einfach die ganze Zeit auslösen sollen. Weil ich mache es am Ende auch, das werdet ihr gleich sehen. Und ich kassiere nicht mal halb so viel Schaden, wie ich geglaubt habe, dass ich kassiere. Generell ist es ja so bei diesem wunderschönen Turnier, dass ich, oder Krieg, dass ich nicht bereit bin, langsame Helden zu leveln, die man nur für genau diese Situation nutzen kann. Sehe ich einfach nicht ein. Ja, Angriff Nummer 3. Schon wieder eine Elena, ne? Die ganzen langsamen Helden kriechen aus ihren Löchern. Ich habe mich dann für den Vierer entschieden, obwohl ich eigentlich den Dreier direkt unter Elena machen wollte, in der Hoffnung, dass der runtergeht. Hat er aber nicht. Hätte nicht gereicht. Und dann beginnt jetzt die Misere. Ich möchte natürlich nicht in die Außen spielen, ich möchte am liebsten durch die Mitte spielen. Links das Match sehe ich natürlich das lila Match, aber es bringt mir aktuell nichts. Ich brauche ja grün. Jetzt kann ich nicht mehr nach rechts gehen. Dafür ist es zu spät. Und dann löse ich John aus, der sich natürlich killen wird. Das ist mir vollkommen bewusst, wenn da zweimal Gegenschlag kommt, dass ihn das wegfetzt. Aber da ging es dann einfach nur um Schaden machen, in der Hoffnung, dass vorher Gulimbus die fertig ist. Und da habe ich es einfach verkackt. Kann man nicht anders sagen. Hätte ich Catmon draufgehauen, wäre Busti weg und hätte gar nicht mehr geheilt. Und dann sähe das Ganze hier komplett anders aus. Ihr habt gesehen, es hat gereicht, nachdem der geheilt hat. Also ich habe da scheiße gespielt. Kann man nicht anders sagen. Habe ich definitiv vergeigt. Und es wird nicht besser, es geht noch weiter. Hier zu diesem Zeitpunkt, ne? Gut, ob Isania ausgelöst hätte, geheilt oder nicht geheilt, das wäre trotzdem, die beiden wären umgefallen. Ändert nichts daran. Brauchte die Heilung, ich muss es riskieren, dass der Auto dann natürlich dann direkt da drauf geht. Ist unglücklich gelaufen. Und dann ist es hier vorbei. Geändert am Ergebnis hätte das ja wahrscheinlich nichts.
Aber immerhin hätte man es zumindest besser spielen können. Er steht auf, bringt nichts. Ja. Bei zwei Arschlochhelden, also Isania und dem Goblin, wollte ich lieber mich entzaubern. Zweimal entzaubern vor allen Dingen und nicht einmal den Gegner. Wäre besser gewesen, ich hätte Kettenmann normal genommen. Ja, zweite Runde, da haben wir einen leichten Vorsprung von 80 Punkten gehabt zu dem Zeitpunkt. Die Farben, die ich hatte, sind gekommen und das sogar richtig schnell und gut. Und ja, was will man da sagen, ne? Da geht das an, da gehen die erstmal das Leben hoch und dann kann ich mir meinen Gegner eigentlich aussuchen, wo ich draufhaue. Hat leider nicht ganz gereicht. Okay, kann man mit leben. Der Gegenschlag hat ihn gekillt von Ureus. Und jetzt ist das eigentlich nur noch ein Runterspielen. Ich meine, was will der Gegner jetzt noch machen? Da ist nichts mehr. Da kann ich Diamanten schön auslösen und den Gegner reinspielen. Das ist egal. Gelb und lila ohne Ende. Gegenschlagschaden. So muss das sein. Ich kassiere nur die Hälfte. Gut, der wird geheilt, aber pff. Hier habe ich nicht den Vierer gemacht. Ich wollte lieber zwei Dreier spielen. Weil mit dem erhöhten Mana-Buff seht ihr es nämlich. Da ist Ureus schon wieder vollgeladen mit den drei geghosteten Steinen. Deswegen habe ich das so gespielt. Und nicht den Vierer, sondern die zwei Dreier. Da Majana ausweichen kann, bin ich halt nach rechts mit Ureus gegangen. So, da wird gewartet. Jetzt kommen die Minions drauf. Vor allen Dingen wird ihre Mana-Geschwindigkeit eingeschränkt. Da sind wir wieder voll. Da hauen wir nochmal das Leben hoch. Und das geht dann richtig, richtig schnell. Und wir hauen Ureus nochmal raus. Und da sieht man mal, wie krass das einfach ist, dieses mega schnelle Mana. Also ein Sniper mit erhöhtem Mana-Generation, sodass er da durchholzen kann, ist super. Ja. Das war auch ein geschenkter Rest. Ich gebe zu, ich habe lange Zeit gedacht, dass ich mit Gelb, mit Lila spiele. Habe mich gewundert, dass es nichts bringt. Habe dann hier realisiert, oh shit, ich spiele ja mit Gelb. Also versuchen wir so viel Bordveränderung wie möglich. Wobei Bordveränderung ja, aber als erstes geht Mutter Nord weg. Ich will nicht nochmal gegen alle spielen. Und gegen die ballte Macht an zwei roten Quasi-Snipern mit Blutungs- und Feuerschaden und darunter noch einen roten Stein liegend, war klar, dass die nichts mehr macht. Und jetzt ist es einfach nur runterspielen. Das ist jetzt nur ein Runterspielen, ne? Da wird gewartet, bis Rot komplett voll ist. Da kann das gegnerische Schweinchen auch auslösen. Das ist vollkommen egal. Dagegen kommt er nicht mehr an. Hier habe ich dann gesehen, oh, die Auto-Attacks können doch gefährlich werden. Habe dann doch mal ausgelöst. Aber ansonsten wollte ich eigentlich warten, bis Rot komplett fertig ist. Und dann reinspielen. Ja, der letzte Angriff, da habe ich echt lang gebraucht. Meine Schwiegereltern sind zu Besuch, dementsprechend musste der Angriff dann raus. Ich habe mich für lila-grün entschieden. Ich
Ich hatte gute Hitter noch, aber im Endeffekt wäre es egal gewesen. Blau hatte ich keinen Heiler mehr, Gelb hatte ich keinen Heiler mehr. Und auch wenn Gelb gelaufen wäre, ne, man weiß ja vorher nie, welche Farben kommen. Dementsprechend kann man hier ganz deutlich sagen, Death by Board, ne? Ja, jetzt kommt alles, aber es ist halt leider zu spät. Ist halt so. Und dann habe ich es geschafft, ganze 0 Punkte zu machen. Ist aber egal. Das war der Stand vor 12 Minuten. Wir haben noch 3 Angriffe über, der Gegner hat 0 und wir haben gewonnen. Der Gegner hat insgesamt 5 Angriffe gebraucht, um mich viermal vom Board zu fegen. Hat einmal eine 0 gegen mich gefahren. Nein, ja. Das stimmt gar nicht. Er hat 2x2 gebraucht, plus 2x, wo er die 0 hatte. Ja, gut. Am Ende 219 Punkte, Platz 26 von 50. Damit kann ich leben. Ich hoffe, bei euch war es besser. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Krieg. Wie gesagt, Montag und dann zum Glück kein Sturmangriff mehr. Macht's gut. Tschüss.